und die Datei heißt Lageplan. So sieht das aus. Wie gesagt, das ist ein Auszug aus dem QGIS. Was Sie hier sehen, sind im Prinzip ist die QGIS-Mappe mit dem Ortofoto. Jetzt können wir über die Layer jetzt hier hin und her schalten. Ich möchte zum Beispiel hier mal den Katasterplan sehen und mache das Ortofoto aus. Das sieht quasi oben drüber. Jetzt sehe ich jetzt hier, habe ich das Foto ausgeschaltet über den Layer und sehe jetzt hier den Katasterplan. Die Aufgabe soll darin bestehen, dass man sich nächstes Mal neue Layer macht, nämlich ein Layer für die Grundstücke und ein für die Gebäude. Also mache ich das hier mal schnell. Ich gehe auf Layer, erzeuge hier einen für die Grundstücke, also für die Grundstücksgrenzen. Bin nur Zuschauer, will das ja schnell mal jetzt abhandeln, das können Sie dann zu Hause machen. Also Grundstücke und der nächste Layer soll die Gebäude sein. So, noch die Eigenschaften. Also hier nehmen wir die Farbe Rot für die Gebäude. Und die Grundstücke waren, glaube ich, blau, ne? Ne, oder schwarz, ja. Ich mache es mal grün. Die müssen wir unterscheiden. Also die Grundstücke, wo waren sie jetzt? Hier unten, die will ich grün haben. So, ich fange mit den Grundstücken an. Okay, also mache den Layer Grundstück jetzt hier grün, also in den grünen Haken. Gehe jetzt hier raus. Man sieht jetzt hier oben, Grundstück ist aktiv. Jetzt brauche ich schon einen passenden Objektfang. Ich mache mal die Bilder aus, dann sehen Sie es ein bisschen besser. Dazu gehe ich nochmal in die Layer rein. Und was haben wir jetzt hier noch an? Also das hier mal ausgeschaltet. Hier sehen Sie dann, das sind quasi die Punkte, die vom Messer gekommen sind. Die schwarzen Punkte sind quasi die Grundstücksgrenzen und die roten Punkte sind die Gebäudegrenzen. Das sagt man natürlich nicht viel, deswegen muss ich die Mappe noch einblenden. Und zwar war das die Mappe hier Katasterplan. Mach die wieder an. Ah, da sehe ich noch die Nummern, die brauche ich nicht. Das ist ja nur Lageplan, das genügt. Dann sehe ich die Grundstücksnummer und dann hier die Grenzen. Und zeichne jetzt hier einfach über den Befehl Pull-Linie und den passenden Objektfang einfach die Grenzen hier nach. Gehe also hier in den Objektfang rein und brauche hier den Objektfang Punkt. Eventuell noch Endpunkt und Schnittpunkt mit dazu nehmen. So, dann gehe ich jetzt hier auf Pull-Linie und fange jetzt hier meinetwegen an, zum Beispiel das Grundstück nachzuzeichnen. Und er rastet jetzt hier ein mit dem Objektfang Punkt. Alt-Raster ausschalten, das ist ganz wichtig hier, das brauchen wir nicht in dem Fall. Wichtig ist auch, die Vermessungspunkte sind entscheidend von der Genauigkeit her. Weil dieses Rasterbild, das liegt natürlich nicht ganz genau drin. Ja, das ist einfach nur zur Orientierung. Entscheidend sind die Vermessungspunkte, wenn sie vorhanden sind. Ansonsten, wenn sie nicht vorhanden sind, muss ich einfach interpolieren. Und jetzt verbinde ich mir einfach hier die Grundstücksgrenzen. So. Ah, habe ich das denn vergessen? Nee, passt. Ich tue nochmal umschalten auf dicke Linie. Das sieht man jetzt ein bisschen besser. Ja, ich muss dann die Linienstärke noch ein bisschen einschalten. Und fertig. Fertig. So, das ist jetzt eine Pull-Linie. Ich schalte nochmal, gehe mal in die Layer rein und wechsle mal auf eine andere Linienstärke, damit das ein bisschen besser zu sehen ist. Gehe also jetzt hier auf Linienstärke und wähle hier etwas dicker aus. Das ist einfach nur zu optischen Zwecken. Da kann ich es besser unterscheiden, was ich da zeichne, weil die ist sonst mir zu dünn. Dasselbe mache ich bei den Häusern. Wo waren sie jetzt hier? Gebäude. Wähle ich hier auch nochmal einen dickeren Stift. So, vielleicht genügt das schon so. Das ist fast noch ein bisschen. Habe ich das richtig eingestellt? Das war der Layer Grundstücke und hier sollte eigentlich einstellen von leer. Ist von leer? Ist noch zu wenig. Also Grundstücke habe ich hier 025. Also nehmen wir was Fetteres. So. Soll das auch jetzt zu sehen. Und bei den Gebäuden mache ich dasselbe. Also war es jetzt hier oben. Das ist nur, das werde ich später nicht so drucken, das nur, damit ich das besser sehe, weil die Mappe drunter liegt und ich das dadurch kaum erkennen kann, was ich da tue. Nochmal hier ein 035er. Sollte vielleicht genügen. So, bei den Häusern mache ich das ja auch nochmal das Gebäude jetzt hier nach. Da, ja, das ist ein gutes Beispiel. Da fehlen uns noch ein paar Punkte. Da kann man vielleicht noch ein bisschen interpolieren. Da hat nämlich alles eingemessen. Also gehe ich jetzt, wechsle ich jetzt den Layer auf Gebäude, gehe jetzt hier auf Polylinie und mache jetzt hier noch einen anderen Objektfang mit aktiv, nämlich parallel. Dieser hier. Und angeschnommener Schnittpunkt.
Den Endpunkt lasse ich da, den Punkt brauche ich immer noch, Schnittpunkt brauche ich nicht. Und mal sehen, ob wir damit klarkommen. So, gehe jetzt auf Pull-Linie, fange jetzt hier an. Einmal, zweimal. Hier brauche ich jetzt diesen Punkt. Und dann mache ich jetzt einfach folgenden Trick. Ich gehe auf Steuerung, rechte Maustaste, sage Punktfilter und sage, das Y hole ich mir von hier. Ja, und das X hole ich mir von hier unten. Und damit habe ich genau diesen Punkt hier eingefluchtet. Ja, mit dem X und dem Y bekomme ich genau einen rechten Winkel. Weil ich gehe mal davon aus, dass das Haus im rechten Winkel ist. Diese Ecke hier, die schenke ich mir. Ja, das brauche ich nicht. So, hier dasselbe Spiel. Auch hier möchte ich wieder einfluchten auf dem rechten Winkel. Dann Steuerung, rechte Maustaste, Punktfilter. Das X hole ich mir von hier unten, das bleibt gleich. Und das Y kommt von hier. Damit habe ich diesen Punkt eingefluchtet. Und hier drüben. So. Hier ist es jetzt hier im rechten Winkel. Ich schätze mal nicht, deswegen gehe ich mal auf wieder Punktfilter. X, nee, X von hier, also von hier unten und Y von hier. Jetzt wieder Punktfilter, Y von hier drüben und X von hier und so weiter. Und so kann ich es trotzdem noch relativ genau nachzeichnen. Immer ausgehend, dass ich halt rechte Winkel habe. Ja. Weil das ist wahrscheinlich von oben eingemessen und passt dann nicht ganz. Ich sehe gerade beispielsweise kein rechter Winkel hier. Ja, oder? So. Und hier auch wieder Punktfilter. X von hier und Y von hier. Und zum Schluss gehe ich auf Schließen. So, also wie gesagt, wir haben hier zum Teil, gerade bei den Gebäuden, sind hier alle Ecken eingemessen und man kann das über Steuerung, rechte Maustaste, Punktfilter sich dann voraussetzen, ist ein rechter Winkel, ja, dich entsprechend dann die Punkte dann interpolieren. Man könnte es auch über die Objektfänge parallel einen weiteren Schnittpunkt machen, aber ich finde die Methode eigentlich so am einfachsten, ja, am schnellsten. Und so sollen sie dann im Prinzip sich dann die Grundstücke nachzeichnen. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt hier das Grundstück einmal das Haus gezeichnet habe, jetzt kann ich hier die Eigenschaftenblätter gehen und habe jetzt hier gleich die Fläche dazu. Warum ist es eine Pull-Linie? Dann weiß ich, aha, das Haus hat eine Grundfläche von 133 Quadratmeter. Ja, hier das Grundstück hätte dann eine Grundfläche von 800 und noch was, wenn ich richtig sehe, von hier aus Quadratmeter. Ja, deswegen ist auch wichtig, dass das nächste Grundriss einfach Grundstück drüber gezeichnet wird über das andere. Dass quasi jedes Grundstück eine eigene Pull-Linie bekommt. Weil so können Sie bei jedem Grundstück dann einfach die Fläche und so weiter abfragen. Das ist wie gesagt die Hausaufgabe und Sie können sich dann mal daran versuchen, wenn Sie dann immer noch Zeit haben.